Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play This is the Police 2. Wo euch eventuell ein leichter Unterschied im Rahmen der Soundqualität zu anderen Episoden, vor allem auch insgesamt zu anderen Episoden auf dem Kanal auffallen könnte. Das liegt nicht etwa daran, dass ich großartig irgendwas geändert habe. Tatsächlich habe ich sogar in den Aufnahmen nur ein einziges Detail geändert. Das Mikrofon ist nämlich immer noch das gleiche. Die Position des Mikrofons ist ebenfalls unverändert zu früher. Das Einzige, was ich geändert habe, ist einfach mal so testweise, ich habe den Rauschfilter rausgenommen, denn ich bin mir relativ sicher, ich weiß nicht, ob euch das in der letzten Woche aufgefallen ist, aber die Soundqualität, die war teilweise, also das habe ich dann in der Nachbearbeitung tatsächlich erst gemerkt. Lasst mich einfach sagen, ich war alles andere als zufrieden und ich glaube, das war der Rauschfilter, der mir da so derbe reingeknallt hat. Deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal ohne. Und wenn der Sound diese Woche dann auch wieder so scheiße ist, brauche ich wohl ein neues Mikrofon. Das könnte dann problematisch, weil teuer werden. Ja, gut. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder aufs Spiel, würde ich sagen. Da ist jemand nervös. Aha. Liam Elmore Henderson, Army Colonel, außer Dienst. Geschlecht männlich, Alter 52. Status auf freiem Fuß. In mehreren Fällen verdächtigt. Allerdings liegen weder eindeutige Beweise noch Zeugenaussagen vor. Verdächtigt für Schmuggel, Erpressung, Entführung, Mord und Raub. Ja, geil. Trat im Alter von 19 Jahren dem Marine Corps. Bei. Time for hot chocolate. Don't pay any attention to me. I'll evaporate in a second. Who are you? I'm Sean Moreno, secretary. And dispatcher, office manager, sometimes even a plumber. I have a very wide range of responsibilities. It's easier to say what I don't do. What, and delivering hot chocolate to the offices? Is that one of your duties? No. Well, not usually. But I thought that this morning you might need a big mug of something warm. It's easy to catch cold from lying down in the snow at night. And we don't need you catching cold, right? Oh, that was one cold night. No, if you ask me, all nights are cold. Wer bist du? What are you talking about? Here, hot chocolate with maple syrup, red pepper, and herbs. I should think I can manage to make this drink. Can't survive in Sharpwood without it. But I won't give you the exact recipe. Don't even ask. I didn't know what kind of cupcakes you like, so I brought a few. There's more chocolate in this one, less in this one, and there's no chocolate at all in this one. But there's little nuts. Very tasty, but they get stuck in your teeth, so be careful. Oh, yes, and your revolver. I cleaned it up. Shines like new. If you need any bullets for it, Mr. Boyd, just... Who are you? Like I said, Mr. Boyd, I have a wide range of responsibilities. Secretary, dispatcher, manager, plumber, and Colonel Henderson's bitch? That about right, you fuck? That about it for your responsibilities? Think you can come into my office like that and call me Mr. Boyd, you fucking piece of shit? There aren't any bullets in it, Mr. Boyd. Oh, well, you want to see what I can do to you with a pistol with no ammo, you fuck? I'm a man of many talents, just like you. I have no doubt, Mr. Boyd. Actually, I'm a big fan. A big fan of your talents. You're a legend, Mr. Boyd. I look up to you. What are you going on about, you dirtbag? It's what you did in Freeburg. All the plans, the whole operation. The story about the antique weapons, the Japanese businessman's money, the park construction project. I can't pick a favorite. Well, it's
probably that case with the DeVroom painting. Oh, that was top class. You're the only man who's ever turned corruption into art. If someone were making a film about you, Mr. Boyd, I would... Listen to me carefully, secretary, dispatcher, manager, plumber. I don't know what you read here in the newspapers, and I've got no idea what your boss could be dreaming, but you got me wrong, okay? I was a scapegoat. I once let motherfuckers like you manipulate me, but I learned my lesson. So if you're gonna threaten me, you better just get it over with. No one's threatening you, Mr. Boyd. It's quite the contrary. Now, once you get to know Colonel Henderson better, you'll see you have nothing to fear. Like I said, I appreciate your talents, and Colonel Henderson appreciates them too, believe me. Now, it's a lucky thing you arrived in Sharpwood when you did. The key you used to open my office. Leave it and go. You do know that I have copies, right? I can make 100 more. I said leave the key and go. If I see you in my office again, you will drown in a mug of hot chocolate. I promise you that. You have nothing to fear, Mr. Boyd. You're safe here. Okay, ich würde sagen, das artet gerade so ein bisschen aus. Das ist so die Art von Geschichte, wo man vielleicht mit Lilly mal drüber sprechen sollte. Wer zur Hölle ist Percy? Mr. Nash, ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich habe mich gut erholt, aber sobald ich wieder hier war, habe ich schlechte Nachrichten bekommen. Irgend so ein Mistkerl hat das Grab meines Bruders entweiht. Meine Eltern haben unter Tränen angerufen. Sie verstehen nicht, wie jemand so etwas tun kann. Salik war schließlich ein toller Mensch, ein heldenhafter Cop. Er starb im Dienst, hat Leute gerettet. Jeder mochte ihn. Ich will hinfahren, meine Eltern trösten und mich um das Grab kümmern. Können Sie mich gehen lassen? Gut, aber ich habe eine Bedingung. Wenn Sie nach Freeburg fahren, bringen Sie mir ein paar Zeitungen von damit in Ordnung. Kein Problem! Danke, Mr. Nash! Den Percy brauche ich eh nicht. Mr. Nash, heute wird Casey Rockman begraben. Ich will die Erinnerung an einen guten Cop ehren. Können Sie mich für ein paar Stunden gehen lassen? Natürlich. Natürlich, Potsy. Das kriegen wir schon irgendwie hin mit... 7 Leuten und Guildenstern ist echt im Arsch und das läuft ja super hier, hä? Ja, haha, oh Gott. Oh mein Gott, das wird immer schlimmer. So, immer erstmal die Ermittlungen hier. Schüler. Er hat den Videorekorder gestohlen, weil seine Familie arm ist und der Eric und seine reichen Leuten beneidet hat. Wollen Sie wirklich Anklage gegen diesen Verdächtigen erheben? Ja, klar. So, was haben wir hier schon an Bildern? Nicht besonders viel. Gut, dann kann Sterny hier, kann... Das Problem ist, ich will nur mal kurz was gucken. Ja. Das Problem ist, ich kann... nicht mehr als einen Kopf auf das gleiche Ding ansetzen. Deswegen, das macht Guildenstern. Dann können wir die. Dann haben wir wenigstens 6 Leute hier, mit denen wir erstmal arbeiten können. In der Hoffnung, dass die Schicht nicht zu schlimm wird. Und ich vielleicht heute dann endlich mal die Gelegenheit kriege. Vielleicht den einen oder anderen vernünftigen Kopf. Und wenn ich sage vernünftig, dann benutze ich diesen Ausdruck schon sehr, sehr lose. Ja, also, da mal irgendwas zu rekrutieren, mit dem man halbwegs arbeiten kann. Ach, ist schon wieder so laut, das ist furchtbar. Heute Morgen haben sie Casey Rockman begraben. Es war eine kleine, aber würdevolle Zeremonie für seine Nächsten. Ich werde ihnen sagen, was sie sind, Mr. Warren Nash. Sie sind eine eklige, hässliche Kröte. Casey Rockman hat ständig von ihnen geredet.
Aber jetzt wird er kein Wort mehr sagen, weil Sie ihn getötet haben. Es waren Ihre idiotischen Befehle, die ihn ins Grab geschickt haben. Sie sind derjenige, der unsere ruhige kleine Polizeiwache in ein stinkendes Leichenhaus verwandelt hat. Ich hätte nie gedacht, so jung schon zur Witwe zu werden oder dass unsere Familie ihren Verdiener verlieren und mein Sohn ohne Vater zurückbleiben würde. Oh, ich könnte sie bei der Kehle packen und niemals wieder loslassen. Aber ich muss an meinen Sohn denken. Casey wollte ihm immer eine gute Bildung ermöglichen, sodass er aus diesem Drecksloch einer Stadt würde entkommen können. Aber mein Mann ist nicht mehr und jetzt ist es an Ihnen, für die College-Träume meines Sohns zu bezahlen. Geben Sie mir jetzt sofort $2000 oder ich trete einen solchen Skandal los, dass Sie sich niemals davon erholen werden. Ja, das Problem ist, dass ich irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden habe, warum genau der Casey überhaupt ermordet worden ist und vor allem, warum wir nicht mal die Möglichkeit haben, in irgendeiner Art und Weise in diesem Fall zu ermitteln. Ich meine, ich gebe ihr das Geld einfach mal. 576 in progress. Nach der Schule geht Tommy in der Regel nach Hause. Er will nicht, dass sich seine Eltern Sorgen machen. Den Vormittag sitzt Tommy in der Schule. Er ist nicht dafür bekannt, zu schwänzen. Okay, versuchen wir es nochmal. 576 in progress. So. Hatte nämlich gerade einen Absturz, was Gott sei Dank dazu geführt hat, dass heute ein anderer Kopf zu der Beerdigung gehen wollte und ich Flowerpots dementsprechend für meine heutige Geschichte erstmal habe, was natürlich richtig geil ist, weil das ist ein Unterschied von über 400 Punkten. Und ich habe die Chance genutzt, dadurch, dass ich ja den Tag gerade eben spontan dann auch nochmal neu starten musste, habe ich die Chance genutzt und habe schnell die restlichen Einträge in der Akte von dem Colonel Henderson überflogen. Und im Prinzip stand da, ich glaube, das Wichtigste bzw. das Story-Relevanteste, was in seiner Akte zu finden war, war, dass er höchstwahrscheinlich der Anführer einer Schmugglergang von Ex-Soldaten ist, dass man ihm in dieser Hinsicht aber nie irgendwas nachweisen konnte. So, Campingplatz. Ein paar Nachbarn beklagen sich über einen Mann, der Luxusalkohol zu Niedrigpreisen verkauft. Da steht eine solche Luxusschlange von Besoffenen bei ihm, dass man schon betrunken wird, wenn man nur das Fenster aufmacht. Gut, und dann haben wir hier noch Rafa Ghanim, Friedhof Eichenruhe. Ich habe gehört, dass sie manchmal mit Waren handeln, die man üblicherweise nicht so offen verkaufen kann. Ich würde sie ihnen nur zu gerne abkaufen und ihnen Zugang zu meinen eigenen Waren geben, aber erst muss ich sicher sein, dass ich ihnen vertrauen kann. Also vor ein paar Wochen ist mir eine Ladung Kokain quasi vor die Füße gefallen, aber ich musste sie eine Weile verstecken. Und wer kommt mir da zu Hilfe? Na, wenn das nicht der hiesige Totengräber war. Der alte Mann hat die Waren in einem frischen Grab verbuddelt. Das Problem ist jetzt nur, dass der alte Mann noch in derselben Nacht betrunken an seiner eigenen Kotze erstickt ist, bevor er mir sagen konnte, in welchem Grab er das Kokain versteckt hat. Ich bin mir sicher, dass sie ein paar Polizisten haben, die schlau genug sind, um das rauszufinden und das Paket auszugraben. Na komm, das macht ihr beide mal. Ihr beide fahrt zum Campingplatz. Und dann hoffe ich mal, dass der Versuch, ihn da in der Schule zu erwischen, den Tommy, dass das funktioniert. Eine junge Frau behauptet, dass sie die falschen Medikamente bekommen hat und schlägt sich mit dem Apotheker. Zeug berichtet, dass sie über die Theke geklettert ist und dort auf der Suche nach den richtigen Tabletten herumwühlt. Oh, drückt mir mal die Daumen, dass jetzt gerade hier nicht zu viele Fälle reinkommen. Okay, Tommy Moore ist gefasst. Morgen wird Richter Trent den Fall Das Geheimnis des rosa Kaugummis hören, in dem Tommy Moore angeklagt wird. Kisten voller Flaschen mit schief aufgeklebten Etiketten sind neben dem Wohnwagen des Verdächtigen aufgetürmt. An einer der Kisten lehnt ein Baseballschläger. Ein hochgewachsener Mann mit Brille zählt sorgfältig Geldscheine. Neben ihm schwankt ein weiterer betrunkener Kunde im Stehen hin und her.
her. So, wunderbar. Die Vanessa ist jetzt ein Ninja. Und Birch kriegt noch ein paar Verhandlungstalente zugeschustert. Und dann sind unsere ersten Cops auch gleich schon wieder zu Hause. Die können wir dann entsprechend einsetzen. Mr. Nash, es ist alles gut gelaufen. Ich bin froh, dass mein Kollege ein würdiges Begräbnis erhalten hat. Danke, dass ich hingehen durfte. Bitte. 521 in progress. Wo kommt denn der Naked her? Achso, der ist mit zum... Ja. Nash, das war vielleicht eine Scheiße. Wir haben den alten Friedhof umgegraben und eine ganze Reihe von Leichen durchsucht und haben uns mit Leichenwachs eingesaut. Wir wollten gerade aufgeben, als ein streunender Hund in eines der Gräber gesprungen ist und eine Tasche voller Drogen ausgegraben hat. Der Kommen hatte allerdings nichts zur Wache zurück. Wir müssen heim mit diesem Gestank abwaschen. Ja, okay. So, was können wir denn... Das Heroin verkaufen wir mal. Allgemein hier das Drogenzeug. Ja, ich weiß, das gibt uns Infos für die Dings, aber ganz ehrlich, es ist mir wichtiger, das Geld für den Typen da zusammenzukriegen. So, was hast du denn im Angebot? Fangen wir mal so rum. Betäubungsgranate, Pfefferspray, Taserladung. Einen Taser und ein paar Taserladungen. Ja. Machen wir so. Danke. Haben wir trotzdem einen riesen Plus gemacht. Aber dann können wir unsere Kronkorken für was anderes nutzen dann. Eine Gruppe aggressiver, wütender Leute hat sich vor dem Postamt versammelt. Es sieht so aus, als stünden sie kurz davor, das Gebäude zu stürmen. Ist die ganze Bande hin. Ich wollte nur ein leichtes Beruhigungsmittel, aber als ich eine Tablette genommen habe, hat mich das direkt vollkommen betäubt, sagte die Frau. Tabletten aus einer offenen Dose sind überall in der Apotheke verteilt. Zum Test auch eine Tablette schlucken ist wahrscheinlich eine super Idee. 516 complete. Die Frau erzählt bereitwillig von ihrer Diagnose und ist bereit für weitere Untersuchungen mit auf die Wache zu kommen. Die Beamten haben Antibiotika von Meyer und Mann Pharmazeutika am Tatort gefunden. So, und können hier jetzt... Den machen wir mal einen Arounder, würde ich sagen, wa? Ja gut, dass diese Ausschreitungen ganz in der Nähe sind. Da sind ja die Cops dann auch relativ schnell wieder zurück, ne? Wann ist denn... Am 29. dem Samstag. 1, 2... Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die wütende Menge stellte sich als eine harmlose Schlange von Postkunden heraus, die ihre Päckchen abholen wollten. Die Leute waren nur leicht mit der Geschwindigkeit der Schlange unzufrieden. Viele mussten in der Kälte warten, weil nicht alle in das Postamt passten. Na toll. 569 in progress. Und dafür habe ich jetzt alle meine Cops losgeschickt? Das ist ja super. Jemand hat einen Mann mit einem Scharfschützengewehr in den oberen Rängen des Stadions beobachtet. Ich jogge zur Arbeit und nehme dabei eine Abkürzung über das Stadiongelände, aber jetzt habe ich Angst, dort durchzulaufen. Ich will nicht von so einem geisteskranken Schützen ins Fadenkreuz genommen werden. Ich habe gesehen, wie er ganz nach oben geklettert ist, sicher um eine bessere Schussposition zu finden. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das ein falscher Alarm ist, aber... Ich
schicke meine Leute da trotzdem ein. Das Problem ist, das Stadion, das ist jetzt natürlich auch relativ weit weg, wie mir scheint, ne? 15.000. Wir müssen 20.000 zusammenkriegen. Und ich könnte so allmählich kotzen. Alles zurück auf Anfang. So, dann also nochmal von vorne. Wir müssen jetzt so den Kerl da erwischen. So, ja, die Friedhofsgeschichte, die kann ruhig einen Augenblick warten. Schlägt sich mit dem Apotheker, das war die Geschichte, yo. 576 in progress. So, illegale Geschäftstätigkeiten, da brauchen wir jemanden, der schleichen kann. Da schicken wir die beiden hin, damit sie Punkte sammeln. Das ist ja jetzt der Vorteil, wenn wir die Sachen schon kennen. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht schon wieder abstürzt. So, die Massenausschreitung können wir ignorieren. Das wissen wir ja. So, drückt mir einfach nur die Daumen. Dass das hier nicht wieder abstürzt. Also ich habe tatsächlich davon gelesen, dass manche Leute mit sowas Probleme hatten. Aber ich hatte irgendwie gehofft, dass es uns nicht trifft. Blöderweise scheint es ja jetzt doch so zu sein. Ich hoffe, dass wir irgendwie durch die Schicht kommen, ja? Dass ich wenigstens diese Folge hier dann noch fertig aufnehmen kann und dass wir dann... 569 in progress. Dass ich dann so ein bisschen recherchieren kann, ob es da vielleicht irgendwelche Lösungsmöglichkeiten gibt, ob ich irgendwelche Einstellungen ändern muss oder ob es vielleicht einen offiziellen oder eventuell tatsächlich sogar einen inoffiziellen Patch dafür gibt oder irgendwas. Nur dazu muss ich ja jetzt erstmal irgendwie die Schicht überstehen, ne? Während der Fahrer auf der Toilette war, sind zwei Teenager in das Führerhaus eines tankenden Müllwagens gesprungen und damit weggefahren. Das können die beiden mal kurz erledigen. Die Friedhofsgeschichte, die spare ich mir tatsächlich heute ein bisschen für später auf. Der Scharfschütze war ein körperlich behinderter Obdachloser mit einem Gehstock, der zwischen den oberen Sitzreihen im Abraum des Abbruchreifenstadions herumwühlte. Der Streifenwagen holt den Müllwagen ein. Der Teenager am Steuer fährt unsicher und winkt Passanten zu. Die Teenager verlieren die Kontrolle über den Müllwagen, der eine Säule rammt. Das Lenkrad drückt die Luftröhre des Fahrers ein und sein Beifahrer wird durch die Frontscheibe geschleudert und liegt blutend auf der Straße. Und wir kriegen dafür auch noch Punkte. Ist geil. Und wir haben Suppe erhalten. Und Wohn. Ja, nee. Ist klar. Ich meine, warum auch nicht? 518 in progress. Zwei Obdachlose versuchen, einen Sendemast zu Altmetall zu zersägen. Fahrt ihr beiden mal hin. Und wenn jetzt hier Pankin und Naked wieder da sind, dann können die dann mal zum Friedhof. Versuchter Mord. Der Wärter sagt, dass bewaffnete Männer auf den Friedhof gekommen seien und Henry Klimmings frisches Grab ausheben würden. Der Wärter hat versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben ihm in die Schulter geschossen, worauf er floh und sich in seiner Hütte eingeschlossen hat. Dem Ende seines Anrufes nachzuschließen, hat seine abgeschlossene Tür die Verbrecher nicht ewig aufgehalten. Aber der Wärter konnte doch berichten, dass den von ihm mitgehörten Gesprächen nach die Verbrecher den Leichnam des Toten ausgraben und zu ihrem Kunden bringen wollen, der selbst nach Klimbings Tod noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen hätte. Das ist wieder ein Taktikeinsatz. Das ist natürlich super, wenn ich hier ständig mit Abstürzen zu Probleme habe, ne?
Der Hausmeister des Leichenschauhauses berichtet, dass eine seltsame Wesenheit in das Gebäude eingedrungen ist. Erst war da dieses laute Geräusch wie ein Toter, der zu Boden fällt. Dann waren auf einmal alle Türen von innen versperrt. Ich habe nie an diese Geschichte von Waldgeistern und lebenden Toten geglaubt. Vermutlich ist nur jemand durch das Fenster eingestiegen, aber ich gehe da auf keinen Fall mehr rein. Vielleicht hatte mein Großvater auch recht mit den Waldwesen mit den großen Hörnern. Er redet immer von denen, wenn er was getrunken hat. Flower Potts untersucht das mal. Das ist ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Mr. Nash, Sie haben sicher schon von meinen Erfolgen im Bereich der Chemie gehört. Vor kurzem habe ich eine Wahrheitsdroge entwickelt, die mit Sicherheit zum Standard beim Befragen von Verdächtigen werden wird. Wenn Sie diese Technologie vor allen anderen nutzen wollen, zusammen mit den restlichen Werkzeugen zur Wahrheitsfindung in meinem Besitz, müssen Sie mir vorher einen kleinen Gefallen tun. Ich habe einen ambitionierten Traum. Ich will ein Serum entwickeln, das die Toten wieder zum Leben erweckt. Ich habe bereits eine Formel entwickelt. Um das Rezept zusammenzustellen, benötige ich Kokain, gemahlenen Kaffee und Paprika. Wenn Sie mir das bringen, werden wir beste Freunde sein. Die Verbrecher, denen Sie gegenüberstehen, werden Ihnen immer nur die Wahrheit sagen. Und nichts als die Wahrheit. Ganz ehrlich? Nein. Habe ich eh nicht. Also. Neue Schnappschüsse. Wie viele denn? Ein. Wow. Gut, dann dauert das wohl noch ein bisschen. Zwei Obdachlose versuchen mit einer Zwei-Mann-Säge eine der Stützen des Funkturms durchzutrennen. Das Kreischen von Metall auf Metall ist ohrenbetäubend. Der Polizist kann sich an die Obdachlosen anschleichen und sie verhaften. Und Aronovich kriegt ein bisschen Tempo. Ein Leichnam war von einer rostigen Bahre abgelegt worden. Das klapprige Ding brach unter dem Gewicht zusammen. Das war das Geräusch, das den Hausmeister erschreckt hat. Hier kommen wenigstens Flowerpots noch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das wird spaßig. Das wird spaßig mit vier Leuten auf dem Friedhof und vor allem... Ich will nicht, dass das Spiel gleich wieder abstürzt und ich diese ganze Scheiße dann nochmal wieder machen muss. So, jetzt kann ich ja hier noch das Heroin verkaufen. Das haben wir ja auch schon alles gemacht, ne? Das Haschisch. Und wir können dafür... Kaufen wir ein paar Taser-Ladungen und ein paar Betäubungsgranaten. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. So, zeig mal her, ja? Ich bin der beste Fotograf in Sharpwood. Ich kann ein Verhaftungsfoto machen und Sie würden es zu Hause an die Wand hängen wollen. Auf dem Friedhof habe ich Bilder für mein neues Projekt gemacht. Der Himmel hat die Farbe der Erde. Ich hoffe darauf, diesmal in der neuen Atticus-Galerie in Freeburg ausstellen zu können. Für ein gutes Motiv grabe ich mich durch Schnee, krieche durch Matsch oder warte in den Sumpf hinaus. Ich will mich nicht beklagen, aber manchmal laufe ich den ganzen Tag für ein schönes Landschaftsbild in nassen Schuhen herum und habe dann eine ganze Woche einen Schnupfen. Gute Schuhe sind schwer zu finden, also wenn Sie mir ein paar Paar auftreiben, zeige ich Ihnen alle meine Aufnahmen für den Friedhof, selbst die aussortierten. Trotz meines Alters kann ich einfach nicht verstehen, warum die Leute Angst vor Friedhöfen haben. Ich habe noch nie gehört, dass ein Toter jemandem was getan hätte. Wir sollten uns vor den Lebenden fürchten, ja, aber nicht den Toten. Ich bin also da und kümmere mich um meinen eigenen Kram, trinke mir einen auf dem Friedhof, ich sitze da still und friedlich, der Stoff hält mich warm und ich schaue mir alle Kreuze an und denke mir, wenn ich jetzt sterben sollte, dann wäre ich glücklich. Aber solange ich lebe, habe ich Probleme. Ich habe keine Klagen, was meinen Bart angeht, aber auf dem Kopf werden meine Haare echt dünn. Ich rasiere ihn gerne, aber die normalen Klingen, die man hier kriegt, sind Müll. Und bei der letzten Rasur hätte ich mich beinahe mit meinem Messer skalpiert.
Ich sage Ihnen alles, was ich über den Friedhof weiß, aber besorgen Sie mir dafür einfach Rasierklingen, okay? Kann ich auch nicht machen. Und? Mein Mann ist vor 3 Monaten gestorben. Er war nachts auf dem Rückweg von einer Dienstreise, hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist von der Straße abgekommen. Er war immer für seine Arbeit unterwegs und ich habe ihn immer gebeten, nicht so spät in der Nacht noch zu fahren, aber er hat nicht auf mich gehört. Ich will schnell nach Hause und dich wiedersehen und Motels kosten Geld. Wir haben eine kleine Tradition. Wenn er von diesen Reisen nach Hause kam, hat er immer ein bisschen Gras mitgebracht und wir haben uns noch in der Nacht auf die Veranda gesetzt und geraucht und gelacht und sind dann ins Bett gegangen. Ich weiß nicht mal, wo er den Stoff hergekriegt hat und jetzt habe ich auch keine Chance mehr, es herauszufinden. Aber ich weiß eines ganz sicher. Er hätte sich gefreut, wenn ich einen letzten Joint auf dem Friedhof geraucht hätte, damit er weiß, dass er nach Hause gekommen ist. Wenn Sie mir damit helfen, ich meine mit dem Marihuana, dann sage ich Ihnen, was heute auf dem Friedhof passiert ist. Gut, das sind alles 3 Gegenstände, die wir nicht haben, beziehungsweise im Fall des Marihuana nicht mehr haben. Und von daher werden wir diesen Einsatz wohl völlig ohne jedwede zusätzliche Informationen angehen müssen. Und hoffentlich auch ohne irgendwelche Abstürze. Aber das sind Probleme, mit denen beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge von This is the Police 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.